Hallo liebe Trainer und Trainerinnen, herzlich willkommen zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 17. Und zwar für die Handelstage vom 22.04. bis 26.04.2019, beziehungsweise ja für den DAX starten wir erst am 23.04., da wir jetzt aktuell Ostern haben. Und deswegen erstmal natürlich allen, die jetzt hier zuhören, vor Ostern, zu Ostern, frohe Ostern natürlich an dieser Stelle. Und ich hoffe, dass ihr natürlich nach Ostern auch wieder hier fleißig an den Märkten unterwegs sind. Wir wollen uns auf jeden Fall den Märkten DAX, S&P, Euro, US-Dollar und Gold wie gewohnt an dieser Stelle hier widmen, wollen schauen, was ist in den vergangenen Wochen bzw. in der vergangenen verkürzten Handelswoche hier passiert, was könnte in der kommenden Handelswoche passieren, welche wichtigen Widerstände und Unterstützungen sollten hier eine tragende Rolle spielen, vor allem auch welche Kerntendenzen könnten hier entsprechend in den Märkten eintreten. Wir haben ja sehr, sehr starke Indizes, einen schwachen Euro-US-Dollar bzw. auch ein noch schwacheres Gold. Da müssen wir mal schauen, welche Tendenzen hier gegebenenfalls auch in den Folgetagen eintreten können. Bevor wir damit durchstarten, erstmal ganz kurz der Blick auf den Risikohinweis. Lest euch diesen bitte durch. Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere. Ja, Vortraden tue ich jetzt am Wochenende nicht, von daher natürlich jetzt nicht Vortrade, aber alles, was ich hier sage, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jftbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Und wir richten mal ganz kurz einen Blick auf den YouTube-Kanal von JFD, da wo ihr jetzt natürlich gerade diese Analyse schaut, und da habt ihr die Möglichkeit direkt unterhalb der Analyse entsprechend hier auf den Button Show More bzw. mehr Anzeigen gehen, dann seht ihr hier die Märkte, wie gewohnt, diejenigen, die regelmäßig zuschauen, wissen das natürlich, diejenigen, die hier neu dabei sind, ihr habt hier unten die Märkte aufgelistet, da hinten eine Zeitangabe, und wenn ihr Lust und Laune habt, euch nur den S&P, nur den Euro, US-Dollar anzuschauen, dann könnt ihr entsprechend hinten auf die Zeitangabe klicken und ihr landet in der Analyse direkt bei der jeweiligen Euro-US-Dollar-Analyse oder Gold-Analyse und braucht vorher nicht schauen bzw. nicht irgendwie wirr durch die Gegend scrollen hier im Video. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Das freut YouTube und das freut natürlich auch den Kanal. Also da würden wir uns freuen. Wir richten erstmal ganz kurz nochmal, bevor wir durchstarten, einen Blick. Wir können das schon mal kleiner machen. Einen Blick hier entsprechend auf die Wirtschaftskennzahlen für die kommende Handelswoche. Da kommt nicht so viel Wichtiges raus. Ganz wichtig natürlich, wir haben ja hier, wir haben es heute Ostersonntag, wir haben morgen Ostermontag. Es wird auch morgen im DAX kein Handel stattfinden. In allen anderen Märkten wird morgen die Musik schon wieder losgehen. Also von daher, wer dort eben in den amerikanischen Indizes oder auch in den Währungen unterwegs sein möchte, die werden sich dann auch ab Montag schon wieder bewegen. Allerdings der DAX erstmal noch nicht, da starten wir erst am Dienstag, und dann eben der Blick mal kurz auf die Wirtschaftskennzahlen für die kommende Handelswoche. Da kommt grundlegend nicht viel raus, wenn überhaupt, dann am Donnerstag und am Freitag, ich markiere das mal ganz kurz, am Donnerstag und am Freitag jeweils um 14.30 Uhr einmal nicht militärische Investitionsgüter, Aufträge ohne Flugzeuge, das ist jetzt in meinen Augen nicht so wichtig, und dann nochmal Bruttoinlandsprodukt annualisiert aus den USA, zwei Zahlen jeweils auf Donnerstag und Freitag um 14.30 Uhr. Ganz kurz, ganz vorsichtig, kann man natürlich mal drauf schauen, aber es ist hier an dieser Stelle auf jeden Fall nicht zu erwarten, dass nennenswerte große Sprünge stattfinden, von daher alles andere, Australien, Kanada, Japan, was hier entsprechend auch rauskommt, ist natürlich für entsprechende Währungen interessant, aber für das, was wir jetzt hier begutachten, nicht so natürlich japanischer Yen, wenn dort eben die Zinsentscheidung von der Bank of Japan rauskommt, ist das natürlich für andere Märkte wichtig. Genau das gleiche gilt hier für den kanadischen Dollar, wenn hier entsprechende Zinsentscheidungen rauskommen, aber für unsere vier Märkte, für den DAX, S&P, Euro, US-Dollar und Gold, sollten diese Zahlen dann nicht so kriegsentscheidend sein. Von daher können wir das wieder wegklicken und starten auch direkt hier an dieser Stelle mit dem DAX. Ich hatte, mir fällt es gerade anfänglich vergessen, mich vorzustellen. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Markus Klebe. Ich bin seit über 20 Jahren Trader und versuche hier immer so meine Wochengedanken zu den Märkten dann in Wort, nicht in Bild. Also man sieht mich normalerweise in den Livestreams hier täglich auch eingeblendet, aber in der Trading-Wochenanalyse hört man mich nur und man sieht natürlich entsprechend den Chart. Wir blicken als allererstes auf den DAX, der wirklich in den vergangenen Handelswochen uns einen sehr schönen Move auf der Aufwärtsseite beschert hat. Hier waren wir wirklich diverse schöne Möglichkeiten auf der Aufwärtsseite dabei zu sein, und vor allem, was aktuell wirklich der Fall ist, wer hier längerfristig long
orientiert war, orientiert ist, wer hier eben schon schöne Long-Positionen aufgebaut hat, der hat aufgrund dessen, dass lediglich die vorletzte Handelswoche mal so eine leichte, kleine Konsolidierungsphase hier einbaute, wer in dieser ganzen Bewegung, und das ist das, was wir eben auch mit einigen Coaching-Schülern, oder was ich mit einigen Coaching-Schülern von mir dann eben gemacht habe, die haben teilweise hier schon jetzt mehrere Wochen Long-Positionen offen, da eben wirklich kaum nennenswerte Rücksetzer kamen, und wir sind hier wirklich an einer sehr, sehr schönen, sehr, sehr scharfen, teilweise momentumhaften Aufwärtsbewegung. Und die hat in der vergangenen Woche auch weiter schön stattgefunden. Der Gedanke war, in der vergangenen, die kam ja erst relativ spät, aufgrund dessen, dass ich im Urlaub war, habe ich ja erst wirklich Sonntag, vergangene Handelswoche, sehr, sehr spät am Abend meine Analyse getätigt. Und da war der Gedanke, solange der DAX oberhalb dieser 950 bleibt, ist das Bild weiter aufwärts tendierend. Wir hatten zwar darüber gesprochen, dass es möglich ist, möglich wäre, da wir hier oben so einen leichten, erstmal zumindest zu diesem Zeitpunkt noch, so einen leichten Doppeltop, Situation hier irgendwo haben, dass es auch denkbar gewesen wäre, dass die Abwärtsseite hier eventuell eine Rolle spielen könnte. Das kam mit Abstand nicht zum Tragen. Wir hatten zwar den Start der Handelswoche sehr verhalten. Sehr, sehr, sehr verhalten. Mit geringer Volatilität ist der Markt erstmal unterhalb dieses Deckels geblieben. Aber dann kam ab Dienstag und Mittwoch und Donnerstag dann wirklich wieder eine schöne Bewegung gen Norden. Es wurden die jeweiligen Zielbereiche relativ schnell abgearbeitet. Wir konnten die Zielbereiche anpassen auf der Nordseite. Und somit hangelte sich der Markt weiter und weiter nach oben und erreichte sogar dann Bereiche oberhalb von 12.250. Also wirklich sehr, sehr schön und sehr, sehr sauber auf der Aufwärtsseite, und wir konnten auch mit dann eben ab Dienstag Tag für Tag quasi die richtungsentscheidenden Marken nach oben anpassen, und somit war es eigentlich klar, dass die Abwärtsseite somit eigentlich keine Relevanz haben sollte, weil einfach wichtige Marken nach unten nicht durchschritten worden sind, sondern der Markt erstmal sauber weiter gen Norden lief. So, und jetzt müssen wir uns das Ganze natürlich für die kommende Handelswoche anschauen. Ich ziehe das mal ein wenig zusammen. Wir sehen natürlich ganz klare Tendenzen auf der Aufwärtsseite, und wir haben auch in den Livestreams, auch ich muss zugeben, ich habe zwischendurch immer mal vorsichtig so einen Short Bias gehabt, weil wir eben wirklich teilweise an nicht ganz so unwichtige Bereiche rangekommen sind, auch in der Aufwärtsreise, und zwischendurch natürlich auch immer mal Konsolidierungsphasen eintreten. Das führt auch dazu, dass man natürlich vorsichtig auch mal auf der Abwärtsseite hier ein bisschen Geld verdienen kann, aber natürlich das Kerngeld auf der Aufwärtsseite liegt und das Kerngeld auf der Aufwärtsseite verdient werden kann in Aufwärtsbewegungen, logischerweise. Und da sollte eigentlich erstmal grundlegend aus charttechnischer Sicht auf der Nordseite nichts Nennenswertes weiter im Wege stehen. Und wenn wir uns das große Bild mal anschauen und auch die vergangene Handelswoche mal kurz Revue passieren lassen und auch die Ziele aus der vergangenen Handelswoche Revue passieren lassen, da hatten wir zum Beispiel den Bereich um die Marke 12.130 Pi mal Daumen als ein erstmal Wochenziel lokalisiert. Das war ein Zielbereich, den der Markt dann auch sauber angelaufen hat, den der Markt dann eben auch im Nachhinein ganz grob als unterstützendes Niveau, beziehungsweise 12.100 als ein unterstützendes Niveau genutzt hat, um dann am Freitag nochmals den Norden Stärke zu sehen, Stärke zu zeigen, und das gar nicht so unrelevant. Somit ist für mich dieser Bereich, der ist, wie man so sieht, gar nicht so weit weg von den aktuellen Bewegungshochs. Aber wir haben zum einen den Bereich um die Marke 130, das ist hier eh schon so ein Unterstützungsniveau vorher, Widerstandsniveau, Zielbereich, alles in allem, was hier im Prinzip jetzt unter dem aktuellen Kurs liegt. Wir haben hier zwei Schlusskurse von Donnerstag, wir haben den Eröffnungskurs vom Freitag knapp darunter. Also das ist hier alles ein Niveau, was erstmal grundsätzlich für mich recht interessant ist. So rein charttechnisch. Rein charttechnisch wäre es eigentlich der Bereich der alten Hochs hier unten, der Bereich um die Marke 12.000. Den kann man natürlich übergeordnet auch im Hinterkopf behalten als einen übergeordnet wichtigen, richtungsentscheidenden Bereich. Ich würde jetzt erstmal so weit gehen und sagen, okay, solange wir hier oberhalb dieses Schlusskurses bleiben, was da in etwa so der 100er Bereich ist, nicht des Schlusskurses, des Eröffnungskurses vom Freitag. Also solange wir oberhalb von 12.100 bleiben, ist das Aufwärtsbild sauber intakt, sauber denkbar, dass wir neue Bewegungshochs ausbauen, dass wir die Schritt für Schritt von Widerstand zu Widerstand uns hangeln.
dass hier wirklich weiter Kraft ist, die Aufwärtsbewegung, die hier eben mittlerweile seit Ende letzten Jahres läuft, einfach weiter fortgesetzt wird. Klassisch trendfolgend und es steht erstmal nichts im Wege, dass das eben nicht passiert. Wir müssen zwar gleich mal auf den S&P schauen, der ist vom Grundsätzlichen her nicht ganz so sauber und eindeutig auf der Longseite unterwegs, zwar nach wie vor auch definitiv stark, aber da spielt so ein charttechnisch wichtiger Bereich wirklich eine tragende Rolle, den man immer im Hinterkopf haben sollte. Aber erstmal grundlegend nur den DAX betrachtet, oberhalb von 12.100 ist hier sauber die Aufwärtsseite weiter denkbar, was da bedeutet, ich würde auch primär nach Aufwärts-Setup suchen. Zielbereiche natürlich als allernächstes der Bereich um die Marke 280 in etwa. Das würde bedeuten, dass der Markt zu 40 Pünktchen, 40, 50 Pünktchen neue Bewegungshochs ausbaut. Und dann seht ihr, dann kommen hier gar nicht so weit weg nächste realistische Zielbereiche. Und wenn wir uns die letzten vergangenen Handelswochen mal anschauen, dann ist durchaus, es ist durchaus denkbar, dass diese Bereiche natürlich angelaufen werden. Was passiert in den letzten Handelswochen? Das war einmal diese Bewegung. Hier war es natürlich ein bisschen unvolatil dann in der vorletzten Handelswoche. Aber in der vergangenen Handelswoche kam hier dann schon wieder entsprechend Bewegung auf der Nordseite. Und wenn wir das hier einfach nur ranpacken, dann sind diese Bereiche da oben erstmal rein aus der Bewegungsamplitude des aktuellen des DAXes durchaus realistisch erreichbar. Und von daher sind das dann auch die nächsten realistischen Zielbereiche. Und die kommen einfach aus der Vergangenheit. Das ist hier vergangen Jahres gewesen, wo wir hier diese Abwärtsseite aufbauten, auch davor dann eben in diesen Bereichen rangierten. Daher kommen halt diese Widerstandsbereiche, die dann später idealerweise zur Unterstützung werden, so wie es dann die ganzen Bereiche hier unten auch teilweise vorher als Widerstand fungierten, teilweise sehr, sehr sauber angelaufen wurden und dann später einfach eben zur Unterstützung werden. Und so ist es im Prinzip jetzt hier oben auch. Sollten wir allerdings erstmal unter die 12.100 rutschen, dann sind wir wieder in so einem Zwiespalt zwischen dem kleinen untergeordneten Bild und dem übergeordneten Bild. Denn übergeordnet haben wir ja gesagt, 12.000 ist eigentlich so dieser Hochbereich, der hier wirklich, wir machen mal einen ganz dicken Pfeil für das übergeordnete Bild. Das übergeordnete Bild läuft hier nach oben. Das übergeordnete Bild konsolidierte leicht, das reicht der Pfeil gar nicht aus. Und der Markt ging im Prinzip dann wieder in den nächsten Move auf der Nordseite hier über. Und somit ist dieser Bereich, jetzt wird es zwar unsauber, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, der Bereich um die Marke 12.000 ist übergeordnet ein wichtiger charttechnischer Bereich, denn laut Lehrbuch, aber es zeigt eben auch sich in der Praxis immer wieder ganz gerne, dass diese alten Hochpunkte ganz gerne nochmal getestet werden. Somit ist der Bereich um die Marke oder zwischen 12.100 und diesen Hochs hier im Bereich um die Marke 12.000 so ein bisschen Niemandsland. Ich kann sein, dass ich es schon mal vorsichtig von 12.100 dann mit einem Short-Gedanken mal in Richtung 12.000 versuche, je nachdem, was dann auch zum Beispiel die US-Märkte machen, was die Japaner bzw. asiatischen Märkte machen, was dort überall abläuft, dass man hier schon mal vorsichtig die Abwärtsseite handelt. Und erst wenn wir unter 12.000 rutschen, dann würde ich mir es anschauen, dass man sagt, okay, jetzt könnte vielleicht dann doch mal eine etwas schärfere Konsolidierungsphase eintreten. Da sind wir aktuell noch nicht. Wir sind im Bereich 240. Da muss der Markt erstmal in Richtung 12.000 kommen. Und danach können wir vorsichtig Gedanken uns überlegen, wie man hier gegebenenfalls dann die Abwärtsseite umsetzt. Von daher will ich jetzt gar nicht so scharf auf der Abwärtsseite rumreiten. Es kann sein, dass wir das vielleicht am nächsten Wochenende, übernächstes Wochenende irgendwann mal bekommen die Situation, aber wie gesagt, wenn wir weiter die Aufwärtsseite ausbauen, dann werden natürlich auch diese Bereiche für die Abwärtsseite irgendwann mal weiter nach oben wandern. Und wie gesagt, ich denke, es ist hier nicht ausgeschlossen, dass wir auch weiter die Aufwärtsseite fahren. Wir kommen mal zum S&P und den sollte man sich auf jeden Fall, das besprechen wir ja immer wieder und teilweise in den Livestreams bespreche ich das auch etwas detaillierter, warum, weshalb, wieso das so ist. Man sollte ihn auf jeden Fall für auch teilweise DAX-Entscheidungen im Hinterkopf haben. Und wir hatten hier am Donnerstag mal so einen Gedanken, all dieweil einfach der S&P so ein bisschen haderte. Der S&P ist zwar natürlich sehr, sehr, es ist schon extrem stark gegenüber dem DAX. Also grundlegend sind die US-Märkte wirklich merklich stärker. Gerade der Nikkei, gerade die Nasdaq ist ja sehr, sehr scharf, hat hier wirklich schon an den Hochpunkten, an den Allzeithochs geknabbert. Der S&P ist knapp davor, vor den Allzeithochs. Die liegen hier im Bereich 36. Wir sind hier aktuell mit dem Schlusskursniveau im Bereich 2905. Also in etwa so 30 Pünktchen weg von den Allzeithochs. Allzeithochs, ja, da war der Markt noch nie. Und wenn er darüber geht, ist das natürlich
nicht nur ein Zeichen von Stärke, sondern ein Zeichen von extremer Stärke. Gerade was er hier seit dem Ende des letzten Jahres hier im Prinzip zeigte. Und von daher sind wir natürlich hier erstmal übergeordnet. Da brauchen wir nicht diskutieren. Weiterhin sauber aufwärts tendierend. Und man sollte sich natürlich immer mit der Aufwärtsseite beschäftigen, da es jetzt natürlich nicht ausgeschlossen ist, dass wir hier relativ zügig auch in Richtung der Allzeithochs laufen und dann eben auch natürlich relativ zügig die Allzeithochs überschreiten können. Ich denke, wenn man sich hier die Bewegungen der letzten Wochen immer mal wieder anschaut, vor allen Dingen die Schwünge, die ja gerade am Anfang auf der Nordseite stattfanden, ja, wirklich sehr, sehr momentumhafte Bewegungen, die nehmen natürlich im Laufe der Aufwärtsbewegung dann so ein bisschen ab, wobei die immer noch teilweise stark sind, nur jetzt halt in den letzten zwei Wochen so diese Stärke der Aufwärtsseite so ein wenig nachließ und das war dann auch vergangene Handelswoche schon mal so ein Tag, wo ich gesagt habe, okay, ich versuche es hier mal ein bisschen schärfer auf der Abwärtsseite. Führte auch dazu, dass wir Geld verdient haben, aber eben der richtige Durchbruch gen Süden, so wie es ganz gerne immer mal zwischendurch auch passiert ist im Laufe der Aufwärtsbewegung, wo wir auch teilweise recht gute Einstiege hier gefunden haben, ja, so eine etwas schärferen Bewegung auf der Abwärtsseite, die fanden jetzt einfach da oben nicht statt, führte dazu, dass wir einfach nicht groß verdient haben, sondern in diesem Fall dann eben mit der Abwärtsseite in Anführungsstrichen nur wenig verdient haben. So, und jetzt ist es eben übergeordnet durchaus denkbar, dass wir die Aufwärtsseite weiter fortsetzen und dann schauen wir uns das Ganze eben mal untergeordnet an. Mit den kleineren Zeiteinheiten sehen wir jetzt erstmal hier das, was ich gerade sagte, dass einfach so ein wenig, ich nehme mal bei den Stift, hier sind wir noch immer relativ scharf gen Norden gelaufen und jetzt seht ihr, dass hier so ein bisschen diese Stärke so leicht abnimmt, ja, also das ist der Winkel der Aufwärtsbewegung nimmt so ein bisschen ab, also man merkt richtig, dass einfach Kraft so ein bisschen fehlt. Es kann allerdings sein, dass einfach der S&P oder die agierenden Händler einfach mal so ein bisschen eine Pause benötigten, auch jetzt mit der verkürzten Handelswoche, einfach mal so ein bisschen Luft holen. Das kann durchaus ohne Probleme auch schnell etwas volatiler weitergehen. Also das bedeutet jetzt nicht, jetzt müssen wir vorsichtig sein, es kann jetzt stark hier gen Süden laufen, nein. Aber die Südseite haben wir natürlich weiterhin vorsichtig auf dem Schirm, werden wir uns auch anschauen. Und das war hier die Bewegung, die wir auf der Abwärtsseite dann gehandelt haben. Aber dann ging es dann eben doch wieder Richtung Norden. So, und von daher müssen wir jetzt hier natürlich auch weiterhin die Nordseite im Hinterkopf haben. Und wir gehen jetzt mal oder schieben das Bild hier einfach ein Stückchen weiter zusammen und schauen uns das Ganze mal an. Natürlich sind neue Bewegungshochs auf der Nordseite, wie gesagt, nicht auszuschließen. Der Bereich um die Marke 36 sind hier ist der Bereich der Allzeithochs. Und man kann jetzt zwei Bereiche nehmen als richtungsentscheidend für die kommende Handelswoche. Was ich auf jeden Fall immer mache, ist, wenn man in solch Aufwärtsbewegungen ist, wo auch dann eben diese Bewegung wirklich schon einen langen Zeitraum läuft, nicht nur eine Woche oder drei Tage oder irgendwie, ja, von mir aus zwei Wochen, sondern wo wir eben wirklich schon sehr, sehr lange ohne nennenswerte Konsolidierung laufen, dann nehme ich auf jeden Fall teilweise die Bereiche relativ eng, die für mich richtungsentscheidend sind. Da haben wir zum einen hier so dieser Bereich um die Marke, naja, Pi mal Daumen 85 und dann ist es hier dieses Tief, der Bereich um die Marke 2876, mit dem wir ja auch schon vorletzte Handelswoche gearbeitet haben. Also diese zwei Bereiche sind jetzt eigentlich nach wie vor die richtungsentscheidenden Bereiche, auch wenn jetzt dieses Tief zum einen schon abgearbeitet wurde, dann eben auch schon mal wichtig war, aber wir sind jetzt einfach noch nicht so nennenswert weiter gestiegen. Wir waren zwischendurch zwar mal 2920, das ist allerdings jetzt nicht so extrem viel. Von daher ist es für mich auf jeden Fall wichtig, der Bereich 2876, ich mache jetzt mal hier ein Viereck, diese Zone hier unten ist für mich nach wie vor richtungsentscheidend. Was allerdings passiert ist, dass ich ab diesem Tief hier, was am Freitag ausgebaut wurde, anfange vorsichtig zu werden. Ja, also wenn jetzt hier eben keine neuen Hochs mehr kommen, ja, wenn der Markt eben nicht jetzt sauber hier diese Amplitude, Moment, dann nehmen wir mal einen Pfeil, wenn er diese nicht sauber weiter ausbaut, idealerweise läuft er natürlich sofort weiter nach oben, schnappt sich dann hier die Vorwochenhochs, arbeitet sich weiter nach oben und dieses saubere Aufwärtsbild wird sich hier einfach weiter fortsetzen. Solange das passiert, ist ja alles völlig klar. Der Markt geht weiter nach oben und man sucht sich entsprechend Long Setups. Wenn wir aber anfangen, hier unten so ein bisschen rumzudümpeln, ja, wenn wir dann auch nochmal nach unten laufen, ja, auf jeden Fall auch eben unter 2900, 2905, dieser Bereich spielte in der vergangenen Handelswoche ja eine tragende Rolle. Den haben wir auch in den Tagen oder an den Tagen, zu den Tagen, dann eben teilweise also sehr, sehr wichtig angenommen, auch 2900, diese Bereiche waren für uns wichtig, richtungsentscheidend in den kleineren Zeitebenen,
innerhalb der Tage. Und diese Bereiche sind natürlich wichtig. Und wenn wir jetzt wieder unter 2905 rutschen, wenn wir unter 2900 rutschen, werde ich natürlich schon ein bisschen vorsichtiger mit Käufen. Aber übergeordnet ist die Aufwärtsseite noch aktiv. Wenn wir dann aber in Richtung 84 so kommen, in diesem Bereich 84, 85, dann werde ich noch vorsichtiger mit Käufen. Und wenn wir hier runterrutschen, ich denke, hier werde ich ganz vorsichtig sein zu kaufen. Da muss wirklich so einiges passieren. Idealerweise fängt der Markt, wenn er hier noch oberhalb der 76 bleibt und fängt hier wieder sich an, so ein bisschen zu fangen, dass ich dann wieder anfange, oberhalb der 84 zu kaufen. Also hier unten bin ich schon vorsichtig, weil es dann wirklich sein kann, dass dann doch mal eine etwas schärfere Konsolidierung eintrifft. Das müssen wir immer wieder besprechen, weil es wird natürlich logischerweise irgendwann eintreten. Und dann darf man sich einfach nicht überrascht fühlen, dass der Markt auf einmal nach unten geht. Das ist dann halt einfach so. Das liegt in der Natur der Sache. Die Märkte bewegen sich im Zickzackmuster und es ist auch nicht auszuschließen, dass dieses Zickzack auch mal wieder etwas stärker gen Süden läuft. Somit sind wir hier oben natürlich weiter long tendierend. Da können wir die Pfeile auch gerne grün machen. Wir sind ja jetzt komplett rot hier quasi. Hier unten, hier oben ist einfach alles grün. Gerade wenn wir weiter stark sind, wir sind auf dem Weg Richtung Allzeithochs. Alle anderen Märkte sind im Prinzip auch stark. Und da ist es hier nicht auszuschließen, dass es weiter gen Norden geht. Und umso weiter wir absacken, und das werden wir entsprechend natürlich in den Livestreams dann ab Dienstag wieder besprechen, draufschauen, dann auch richtungsentscheidende Bereiche für die Tage festlegen, aufgrund des großen Bildes, was wir uns jetzt anschauen, um dann entsprechend zu sagen, okay, hier wäre es interessant zu kaufen, hier wäre es gegebenenfalls interessant zu verkaufen. Das werden wir dann machen, das machen wir dann, und das ist hier die Basis quasi meiner Gedanken, die ich auf jeden Fall immer tätige, wenn der Markt einfach stillsteht. Ich mir dann wirklich ganz in Ruhe anschauen kann, okay, wie bewegte sich der Markt die Woche zuvor Revue passieren lassen, und da sehen wir ja auch, dass grundsätzlich die Wochenschwankungen hier im S&P aktuell wirklich nicht so extrem groß sind. Und wie gesagt, so ein bisschen die Kraft rausgeht. Wir sind zwar aufwärts, aber so ein bisschen weniger. Und es kann aber sein, dass hier eben die Kraft wieder hinzukommt. Und somit haben wir jetzt unsere wichtigen Bereiche, mit denen wir in der kommenden Handelswoche hier arbeiten können, und gehen weiter zum Euro-US-Dollar. Der sich, und das lag so ein bisschen auf der Hand. Wir hatten hier auf jeden Fall zwei wichtige Bereiche in der vergangenen Handelswoche festgelegt. Wir hatten zum einen, das bleibt ja nach wie vor bestehen, auch wenn wir dann ein bisschen Druck mal auf der Abwärtsseite bekamen im Euro-US-Dollar, das lag so ein bisschen am Gold, das schauen wir uns ja gleich nochmal an. Ich wollte hier ganz gerne, oder so war eigentlich der Gedanke, zwei Ideen. Wir hatten quasi hier so ein wenig Schiebezone lokalisiert, ja, vergangene Handelswoche, und dann war ja so der Gedanke, dass sich der Markt nach oben oder nach unten bewegt. Ja, also Schiebezone, auch gerade wenn wir oberhalb von Schiebezonen sind, ist es eben denkbar, dass eben diese Aufwärtsseite hier weiter fortgesetzt wird. War so der Kerngedanke der letzten Analyse. Es boten sich auch Möglichkeiten. Sogar Möglichkeiten, die auf der Hand lagen für Einstiege, die dann auch so ein paar Pünktchen wenigstens gebracht hätten. Zum Beispiel der Test hier dieser alten Schiebezone von der Oberseite, und dann prallte der Markt von dort ab und ging wieder nach oben. Aber warum ich das im Prinzip nicht gehandelt habe. Wir haben dann zwei Zielbereiche gehabt. Einmal den Widerstandsbereich um die Marke 1,1330. Das ist ein Bereich, mit dem wir schon extrem lange gearbeitet haben. Und dann hatten wir hier oben den Bereich um die Marke Pi mal Daumen 75, 80 so als ein realistisches Ziel für die Woche aus erkoren. Das lag auch auf der Hand. Wie gesagt, der Einstieg wäre jetzt auch nicht, oder die Einstiege teilweise wären auch nicht zwingend im Verlust gelandet, aber sie hätten auch auf jeden Fall nicht den gewünschten Profit gebracht. Warum? Weil vorher schon das, was hier im Prinzip etwas später passierte, dann im Gold, und es sind ja Märkte, Gold und Euro-US-Dollar sind so teilweise positiv korrelierend, und wir schauen uns ja gleich Gold an. Der hat ja wirklich Gold, der Goldpreis einen starken Schlag auf der Südseite bekommen. Da sind wir ja auch nach wie vor short unterwegs, und somit hatte ich in den Livestreams immer gesagt, ich möchte hier nicht kaufen, auch wenn ich hier oben immer noch stark war im Verhältnis zum Gold, weil einfach es nicht unwahrscheinlich ist, dass dann im Prinzip der Euro-US-Dollar einen Schlag in den Nacken bekommt. Habe ihn aber dann eben auch nicht geschortet, weil das Bild, das charttechnische Bild erstmal noch vorsichtig long war, das kleine Puzzleteil Goldpreis Short schon zeigte, und von daher habe ich das einfach sein lassen. Ja, habe somit kein Geld verloren, eben keins verdient, und im Euro-US-Dollar bin ich da aktuell eh nicht so böse, wenn ich jetzt hier nicht so aggressiv handle. So, jetzt sind wir hier, haben wir einen Schlag in den Nacken bekommen, allerdings der angenommene Zielbereich hier unten, der wurde im Gold, im Euro-US-Dollar auch nicht erreicht. Es war ein defensiv angesetztes Ziel, und selbst das wurde hier erstmal nicht angelaufen. Das zeigt auch wieder, dass einfach der Euro-US-Dollar shoppy ist, unvolatil ist, also sich wirklich, wenn es sich bewegt, teilweise ohne Extrembewegungen sich bewegt, und von daher muss man hier nach wie vor mit sehr, sehr defensiven Zielen herangehen. So, und was können wir jetzt hier erwarten? Wir haben erstmal auf jeden Fall
wie gesagt, so einen kleinen Schlag in den Nacken bekommen. Was natürlich jetzt erstmal wieder bedeutet, aktuelle Situation. Moment, ich schieb mal das Bild ein wenig zusammen. Zack. Und jetzt nehmen wir uns hier wieder das Zeichenwerkzeug. Also, aktuelle Situation. Wir hatten hier vorher, ihr erinnert euch, mal diese Schiebezone. Jetzt sind wir in der vergangenen Handelswoche quasi, wir hangeln uns hier von Woche zu Woche, Schiebezone zu Schiebezone. Und dann kommt immer mal eine etwas stärkere Bewegung, die einfach den Markt von einer Schiebezone in die nächste katapultiert. Ja, seht ihr, wir haben immer lange Schiebezonen. Teilweise nur 50 Ticks, wir sind hier im 4-Stunden-Chart, 50, 60 Ticks innerhalb, da braucht der Markt 3, 4, teilweise 5 Tage für. Und dann kommt immer mal eine Bewegung, die dann eben den Markt von Schiebezone, zack, zu Schiebezone schiebt. Und jetzt geht der Markt quasi wieder hier runter und er ist jetzt aktuell quasi hier unten in dem Bereich der vorherigen Schiebezonen, und zwar dem Bereich hier vorne. Ist jetzt zwar so ganz knapp darüber, aber das nehmen wir erstmal noch als diese Schiebezone. Somit bin ich jetzt bedingt durch diesen Druck auf der Abwärtsseite, würde ich jetzt hier mal vorsichtig, wie gesagt, das sind jetzt wirklich im Euro-US-Dollar nur so vorsichtige Gedanken, die einfach nur versuchen, den Bewegungen zu folgen, ganz stumpf in nächste Zielbereiche, weil so richtige Trends kommen einfach im Euro-US-Dollar nicht auf. Von daher würde ich jetzt hier sagen, unterhalb von 1,1260, unterhalb des Widerstandes 1,1260, das ist auch das, was wir in der vergangenen Handelswoche schon mal besprochen haben, einfach ein nächster Schub auf der Abwärtsseite. Wir müssen natürlich ein bisschen schärfer jetzt von den Zielen werden, als der Bereich um die Marke 1,1210, 1,1220 hier unten. Es sollte dann schon so sein, dass der Markt entsprechend hier dann die Tiefs der Vorwoche natürlich rausnimmt, auch durch diesen Bereich hier unten in etwa 1,12, gut 1,12 durchgeht und wir den Bereich hier in Richtung 1,1190, vielleicht sogar an diese Bewegungstiefs, was in Pi mal Daumen der Bereich so um die Marke 1,1180 wäre. Diese Grundbewegung hier nach unten, ja, das ist nicht viel, aber wir dürfen auch nach wie vor im Euro-US-Dollar einfach nicht zu viel erwarten vom Markt. Von daher sind die Ziele nach wie vor sehr defensiv gewählt und aus dem Bereich 1,1240 in den Bereich 1,1180, 60 Ticks, das ist schon für den Euro-US-Dollar, gerade wenn man die letzten Wochen sich anschaut und dann auch teilweise die letzten Monate sich anschaut, da haben wir zwischendurch mal kurz Momente, wo Momentum aufkommt, aber danach ist sofort wieder Totentanz, Totenstille, die Volatilität geht sofort wieder zurück und wir sind einfach an einem Tiefpunkt hier von der Volatilität, von daher aktuell vorsichtig short, vorsichtig in Richtung der nächsten kleineren Unterstützung bzw. übergeordnet, wenn man hier vielleicht einen größeren Swing-Trade versucht aufzusetzen, dass man sagt, okay, viel mehr als 1,1180 würde ich jetzt hier auf der Südseite erstmal nicht annehmen wollen beim Euro-US-Dollar für die nächsten Handelstage. Nordseite, wobei ich da dann erstmal wieder schauen muss, dass da steht dann einfach auch der nächste Bereich hier oben. Wenn wir oberhalb von 1,1260 laufen, ja, dann ist natürlich erstmal grundsätzlich der richtungsentscheidende Bereich nach oben durchschritten. Es kann sein, dass wir hier erstmal in diese Ausgangssituation, dieser Momentumbewegung zurücklaufen. Macht der Markt auf jeden Fall auch ganz gerne, wenn er sich für die Nordseite entscheidet. Somit haben wir natürlich so einen kleinen Zielbereich um die Marke 1,13 knapp darüber als Ausgangsbereich für die Aufwärtsseite. Aber was wollen wir hier machen, wenn wir so an der 65 oder 70 starten? Dann sind das 30 Ticks. Ja klar, man kann gucken, dass man in Richtung 30 Ticks handelt. Aber das sind eigentlich nicht die Bewegungen, die für mich interessant sind. Ich möchte einfach viel, eigentlich mehr Bewegung sehen, mehr Momentum sehen, mehr Volatilität sehen. Aber diese kleinen Bewegungen sind dann da denkbar. Und dann eben auch als nächster Schritt, dass der Markt hier den Bereich um die Marke 1330, 1340 anläuft. Ich würde fast sagen, dass der Zielbereich hier oben, den wir für die vergangene Handelswoche auf der Nordseite angenommen haben, der Bereich um die Marke 75 für die kommende Handelswoche zu scharf angesetzt ist. Ich denke nicht, dass er so viel Kraft hat, um diesen kompletten Weg auf der Nordseite zu sehen. Also wenn man long handelt, dann eben als erstes 1,13, als nächstes Pi mal Daumen 1,1330. Ja, und Südseite haben wir ja besprochen, da geht es eben entsprechend hier abwärts. Und wenn wirklich Momentum aufkommen sollte und der Markt eben die 80 durchschreitet, ja gut, dann müssen wir schauen, dass eben entsprechende Zielbereiche auf der Südseite realistisch werden. Können wir gerne in den Livestreams dann ja immer wieder drauf schauen, aber aktuell sehe ich das jetzt erstmal nicht so und bleibe hier für den Euro-US-Dollar unvolatil, shoppy in Seitwärtsbewegungen und von daher eher defensiv eingestellt. Gehen wir abschließend auf den Goldpreis. Wir haben hier, meine Überlegung war ja, ob ich zum Wochenende hier diese Handelsüberlegung, die Short-Idee hier gegebenenfalls schließe, dann am Montag wieder aufbaue. Ich habe mich dann entschieden, nachdem ich wirklich ein Weilchen drüber gesessen habe und überlegt habe, die Position drin zu lassen, weil wir einfach auf jeden Fall entsprechend weit genug weg sind von
vom Einstiegsbereich und die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt hier so ein großes Gap sehen, dass wir hier irgendwie im negativen Bereich eröffnen, das ist natürlich extrem gering, ja. Und wir sehen hier der Einstiegsbereich, da liegt ja aktuell auch der Stop, der ist weit genug weg. Und selbst wenn wir hier so kleine Lücken sehen sollten in der Eröffnung, dann tut mir das nicht weh. Klar, auf der Südseite sowieso nicht und auf der Aufwärtsseite würde mir das auch nicht wehtun. Und es ist in meinen Augen erstmal so unwahrscheinlich gewesen, dass wir hier so jämmerlich im positiven Bereich eröffnen, dass ich dann eben ein negatives Ergebnis bekommen würde, was ich eigentlich in dem Maße jetzt nicht mehr haben möchte, habe das als unwahrscheinlich im Prinzip für mich eingeschätzt und habe somit gesagt, okay, ich lasse die Position laufen, habe sie auf einem Konto, wo die Position etwas höher war im Verhältnis zum Konto, da habe ich einen Teil rausgenommen der Position, habe aber den Kern der Position auch stehen lassen. So, was ist jetzt hier der Grundgedanke, beziehungsweise wir schauen mal oder versuchen mal, es ist natürlich für jemanden, der eine Position offen hat, definitiv immer etwas schwieriger, weil man natürlich, ja, ich will nicht sagen hofft, aber man möchte natürlich ganz gerne den Markt in diese Richtung sehen wollen. Wir schauen uns das Ganze mal charttechnisch an und wollen eben auch mal wirklich hier von der Außenlinie uns das Ganze anschauen. Wir sind grundsätzlich long. Das große, ganz, ganz große Bild, das ist aufwärts tendierend. Ich denke, das ist hier klar, weil wir sind einfach aus dem Bereich vom August, aus dem Bereich hier unterhalb oder weit unter 1200, sind wir eben auf der Nordseite unterwegs gewesen, haben den Bereich oberhalb von 1340 hier angelaufen. Das ist eine enorme Strecke gewesen, bevor dann eben die ersten Züge auf der Abwärtsseite stattfanden und dann hier auch charttechnische Punkte durchschritten worden sind, die dann eben sagten, okay, jetzt scheint der Goldpreis etwas angenockt zu sein. Der baute dann eben der auch die nächste Abwärtsbewegung hier auf, dann Unterstützungsniveau und dann hatten wir hier schon mal versucht, die Shortseite zu nehmen. Das hat noch nicht ganz so geklappt und jetzt kam hier der nächste Schub auf der Abwärtsseite. Und wir haben einfach diesen Break, dieses Antizipieren, oder wir haben diesen Break hier durch diese Schiebezonen, die vorher so ausgebaut wurden, haben das antizipiert und jetzt sind wir hier quasi auf der Abwärtsseite dabei. Und der Kerngedanke ist, dass der Goldpreis übergeordnet definitiv hier weiter gen Süden laufen kann. Ja, dass er einfach auf jeden Fall hier diese Bewegung, ja, von dem Bereich vorher in etwa 12,82 in den Bereich 63 hier runter, 64, 63. Diese Bewegung hat eigentlich relativ zügig stattgefunden. Und somit ist es natürlich auch denkbar, dass diese Bewegung in das nächste Kernunterstützungsniveau 63 hier entsprechend dann auch stattfindet. Ihr seht, aktuell liegt hier wieder ein Take-Profit. Ich variierte das jetzt in den letzten Tagen mal so ein wenig. Zwischendurch lag es bei 68. Dann war es mal eine Zeit lang wieder komplett raus. Jetzt liegt es bei 63. Das wird auch Montag und Dienstag höchstwahrscheinlich bei 63 bleiben. Wenn wir allerdings weiter langsam nach Süden gehen, werde ich das irgendwann wieder rausnehmen. Der Gedanke ist hier, dass wir jetzt einfach die Kernbewegung auf der Abwärtsseite, die jetzt hier gerade stattfindet, also zu der übergeordneten Aufwärtsbewegung, diese Konsolidierung hier sich noch ein Weilchen weiter vorzieht. Wir haben charttechnische Bereiche auf jeden Fall nach unten durchschritten. Ja, auch dieser Bereich hier, diese Tiefs, die wurden jetzt eben nach unten durchschritten und wir sind eben auch vom Schlusskurs unterhalb dieser Bereiche. Und somit ist es hier definitiv denkbar, dass wir eben auch den Vorteil weiterhin auf der Abwärtsseite haben, was natürlich für meine Position sprechen würde und auch grundsätzlich erstmal bedeutet, solange der Markt hier gen Süden weiter tendieren bleibt, und dafür müssen wir uns natürlich einen richtungsentscheidenden Bereich raussuchen, und der ist relativ einfach zu finden in meinen Augen, dadurch, dass wir hier markante Tiefpunkte haben, der Bereich um die Marke 82, mehrfach markant angelaufen wurde. Sogar hier nochmal ganz kurz, man sieht das jetzt hier auf diesem Bild nicht ganz genau, aber selbst dort ging der Markt nochmal an den 82er Bereich annähernd exakt drauf, reagierte nochmals gen Norden, um dann erstmal durchzulaufen. Das war der Punkt, wo ich dann auch eingestiegen bin. Ja? Solange dieser Bereich, diese 82, nicht nachhaltig nach oben durchschritten wird, sollte das Bild auch erstmal weiter abwärts tendierend bleiben. Wenn wir diesen 82er Bereich nach oben durchschreiten, wenn wir ihn nur kurz durchschreiten, ich meine jetzt hier, wir sind im 4-Stunden-Chart, ja, von mir aus auch mal nur 4 Stunden und der Markt dann wieder gen Süden driftet, dann ist das nicht auch so logischerweise sofort ein Zeichen von Stärke. Aber wenn wir uns hier oben etablieren können, da sprechen wir vielleicht auch nächstes Wochenende dann drüber, wenn wir uns hier oben etablieren können, das hat natürlich zur Folge, dass ich dann auch irgendwann aus dieser Position draußen bin, idealerweise nicht plus minus null, sondern natürlich dann auch mit einem Stück weit Profit. Selbst wenn wir hier dann wieder hochlaufen, werde ich sehen, dass ich diesen Stop dann eben natürlich auch nochmal nachziehe, um hier ein bisschen Profit aus dieser Position zu ziehen. Aber wenn wir hier hochkommen, dann kann es sein, dass hier erstmal die Aufwärtsseite nochmal eine gewisse Rolle spielt. Wir haben hier ganz vorsichtig gesagt auch so eine Trendlinie, die man so einzeichnen kann. Es ist durchaus denkbar, dass wir hier nochmal ein bisschen mehr Stärke sehen in diesen Bereich rein. Ja, da müssen wir dann wieder schauen, wie reagiert der Markt an dieser Trendlinie, wobei das für mich immer nicht so die extrem entscheidenden Bereiche sind. Da muss man sich dann auch noch andere Dinge raussuchen, die hier eine gewisse Rolle spielen können.
Aber erstmal wäre selbst solch eine Erholung nicht unsauber für die aktuell laufende Abwärtsbewegung. Idealerweise macht das, wie gesagt, natürlich ein bisschen schneller. Aber selbst das wäre erstmal nicht schlimm. Somit wäre ich hier natürlich erstmal vorsichtig. Ich würde vielleicht sogar mal so ein bisschen antizyklisch schon die Long-Seite versuchen, weil der Rutsch in Richtung, ich sag mal ganz grob, ja, es ist hier zwar mehr so die 97 mittlerweile schon nur noch, gar nicht mehr die 1300, aber so ein Rutsch in Richtung 1,3 ist natürlich jederzeit erstmal wieder denkbar. Und erst wenn wir dann über diese Trendlinie laufen, dann auch charttechnisch den Bereich 1300, das ist hier so ein bisschen drüber, dann anlaufen, dann kommt auch der Bereich 1305. Wenn wir das alles nach oben durchschreiten, dann wird es übergeordnet erstmal wieder so ein bisschen klarer, also wirklich dann klarer auf der Long-Seite. Ja, dann würde ich auch ohne mit der Wimper zu zucken auch wieder sagen, okay, wir versuchen es mehr auf der Long-Seite als eben auf der Abwärtsseite. Solange wir allerdings zum einen unter der 82 bleiben, dann anfangen zu steigen, noch unterhalb dieser Trendlinie, unterhalb der 1300 bleiben, ist erstmal das Bild und die Gefahr, dass wieder schnell mal einen Druck auf der Abwärtsseite aufkommt, definitiv da. Man kann es schon mal vorsichtig auf der Long-Seite versuchen, aber mit dem Gedanken, okay, eigentlich so richtig schön sauber sind wir noch nicht long. Und das Bild und vor allem die Chancen, die uns dann bereitstehen quasi auf der Long-Seite, da kann man ruhig abwarten. Schaut mal, was der Markt eben in der letzten Aufwärtsbewegung alles konnte. Zack, wir zeichnen mal die Aufwärtsbewegungen ein, die hier so kamen. Teilweise schön mit Momentum, ja, wirklich mit schönem Druck auf der Aufwärtsseite. Da kann man ruhig abwarten. Da kann hier noch eine ganze Menge kommen. Ja, und man muss hier nicht zwingend handeln. Wer eben prozyklisch handelt, nicht antizyklisch handeln will, wer sich hier unten mit Long noch nicht so wohl fühlt, der solle abwarten. Ja, von mir aus vielleicht auch ein, zwei, drei Wochen abwarten, unten vielleicht die Abwärtsseite handeln, weil sie erstmal untergeordnet zumindest hier prozyklisch wäre. Und dann eben, wenn man kaufen möchte, würde ich persönlich dann eben entsprechend gerade für Swing Trading Ideen erstmal weiter abwarten. So, und dann haben wir eben die interessanten Bereiche, die hier wichtig werden in meinen Augen für die nächste Handelswoche. Und dann, wie gesagt, Abwärtsseite, die hier aktuell läuft, wäre als nächstes realistisches Ziel auf jeden Fall der Bereich 1263 denkbar. Wie gesagt, aktuell mit dem Gedanken, dass wir vielleicht Montag hier, da werde ich auch nicht jede Minute am Rechner sitzen, weil wir haben halt noch einen Feiertag, dass ich hier eben vielleicht nochmal Momentum aufbaut. Wenn sich Momentum aufbaut, möchte ich da rein, möchte ich raus sein, weil sein kann, dass dann eben auch mit Momentum erstmal wieder so ein bisschen der Markt sich zurückbewegt. Dann kann man auch eine Re-Entry überlegen. Wenn wir aber dann am Montag, ja, nehmen wir nochmal die Pfeile raus, der Markt zwar weiter in meine Richtung läuft und auch Dienstag, aber das hier so langsam vonstatten geht, so hier, ja. Und ganz langsam, und der Markt wirklich ganz langsam in die Unterstützung läuft, dann ist mein Take-Profit raus, dann ziehe ich hier weiterhin von oben meinen Stop danach und lasse mich dann, auf der, wenn der Markt wieder anfängt anzusteigen, ausstoppen und gebe dem Markt aber die Chance, dass er eventuell doch weiter nach unten läuft und hier wirklich vielleicht sogar in den nächsten zwei, drei Wochen einen richtig schönen Trade, einen richtig schönen, mit sehr, sehr kleinem Niveau aufgebauten Trade aufbaut, der am Ende dann wirklich ein richtig schöner Trade wird. Das werden wir sehen, vielleicht sind wir hier auch relativ zügig schon raus, aber vielleicht entwickelt sich diese Situation auch zu einem richtig schönen, trendfolgenden Swing-Trade. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Weiterhin frohe Ostern. Wir hören uns definitiv dann am Dienstag in den Livestreams wieder. Bis dahin, euch nur das Beste, euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao.